Und heute haben wir eine ganz spannende Frage bekommen, nämlich vom Alex. Und der hat uns geschrieben: Ich habe bei der Prüfung 5 leichte Fehler vom Prüfer eingetragen bekommen, weil ich immer so 1 bis 2 km/h über der erlaubten Höchstgeschwindigkeit war. Wird das wirklich so streng gehandhabt? In Österreich gibt es ein sogenanntes Prüferhandbuch. Dort ist ganz genau festgelegt, wie der Prüfer gewisse Fehler, die du bei der Prüfung machst, zu werten hat. An das haben sich alle Prüfer zu halten. Es soll jetzt eine Überarbeitung kommen, aber aktuell ist noch diese Version in Gültigkeit. Und dort steht zum Beispiel beim Thema Geschwindigkeit drinnen, dass du als Kandidat bei einer Führerscheinprüfung zu zeigen hast, dass du dein Auto im normalen Verkehr bewegen kannst. Also man sagt, es ist dort beschrieben, dass man mitschwimmen kann im Verkehr, dass man also weder zu schnell fährt, noch ein Hindernis ist, das alle anderen Verkehrsteilnehmer behindert. Man darf natürlich die Geschwindigkeitsbeschränkungen nicht überschreiten. Und hier geht es wirklich um den Tacho, so wie er im Auto angezeigt wird. Du weißt, in der Realität ist es so, dass die Tachos ein bisschen schwindeln. Sie zeigen also 2, 3, vielleicht auch 4 km/h zu viel an. Das heißt, wenn du zum Beispiel 50 km/h am Tacho hast, dann fährst du in Realität 47, 46 km/h, so in der Größenordnung. Das muss man aber bitte bei jedem Auto selber schauen. Das kann auch von Auto zu Auto variieren. Aber die Geschwindigkeitsbeschränkungen werden vom Prüfer, so wie es am Tacho dargestellt wird, gewertet. Man darf die Geschwindigkeitsbeschränkungen eben nicht überschreiten. Und wenn man die Geschwindigkeitsbeschränkungen sogar um 20 km/h überschreiten würde, dann ist die Prüfung jedenfalls nicht bestanden. Aber das ist sowieso, glaube ich, logisch. In Österreich ist es nämlich so bei einer Prüfung, wenn du immer wieder den gleichen Fehler machst, dann zählt das maximal als ein schwerer Fehler. Wenn man zum Beispiel bei der Prüfung nicht blinken würde und das die ganze Zeit niemanden gefährdet, dann wäre das ein schwerer Fehler. Mehr geht nicht. Bei der Geschwindigkeit ist das ein bisschen anders. Bei der Geschwindigkeit ist es so, dass immer wenn eine Tafel kommt, die eine Geschwindigkeit begrenzt und man fährt zu schnell, dann kann man wieder einen Fehler bekommen. Wenn man eine Geschwindigkeitsaufhebung hat und man schon zu früh Gas gibt, kann das auch wieder als Fehler gezählt werden. Also hier kann man mehrere Fehler machen bei der Prüfung und deshalb summiert sich das dann relativ schnell auf 2 schwere Fehler zusammen. Aber schauen wir uns das im Detail an. Hier siehst du, so wie es im Prüferhandbuch steht, wie das Überschreiten der Höchstgeschwindigkeit gewertet wird. Wenn du die Höchstgeschwindigkeit ganz kurzfristig überschreitest und gleich wieder selbst korrigierst, dann zählt das nicht als Fehler. Wir haben bei vielen Autos einen digitalen Tacho. Dieser digitale Tacho hat oft eine kleine Verzögerung. Das heißt, du beschleunigst von einer Kreuzung weg, machst das alles perfekt und dann plötzlich springt der Tacho auf 52 km/h im Ortsgebiet. Ja, das kann man oft nicht so genau einschätzen, weil es wirklich nicht sekundengenau angezeigt wird. Wenn du das dann sofort selbst korrigierst, dann zählt das nicht als Fehler. Wenn du diese auch minimale überhöhte Geschwindigkeit beibehältst, dann kann der Prüfer das schon als leichten Fehler zählen, eben 0 bis 5 km/h. Wenn du die Geschwindigkeit um mehr als 5 km/h, aber weniger als 10 km/h überschreitest, dann zählt das als mittelschwerer Fehler. Und zwar für jede Geschwindigkeitsüberschreitung. Wenn du dann die Geschwindigkeit um mehr als 10 km/h, maximal jedoch um 20 km/h überschreiten würdest, dann zählt das als schwerer Fehler. Und du weißt ja, in Österreich darf man 2 schwere Fehler bei einer Prüfung machen. Wenn dann noch irgendetwas dazukommt, dann ist die Prüfung leider nicht bestanden. Es gibt aber noch eine weitere Kategorie und die darf man nicht außer Acht lassen. Da geht es nicht um die erlaubte Höchstgeschwindigkeit, sondern da geht es um die Situation. Du musst nämlich bei einer Führerscheinprüfung das Tempo immer an die Straßensicht und Verkehrsverhältnisse anpassen. Das ist der offizielle Terminus, so steht es im Prüferhandbuch drinnen. Das heißt, wenn du zum Beispiel eine kurvenreiche Strecke hast, wenn du zum Beispiel Nebel hast, schlechte Sicht durch Schneefall oder wenn es regennass ist, dann musst du das Tempo natürlich reduzieren. Das hast du im Theoriekurs gelernt, um wie viel man bei gewissen Witterungsverhältnissen das Tempo reduzieren muss, bei Nebel Fahren auf ganze Sicht, da haben wir ein eigenes Video für dich gemacht, das Thema Fahren auf ganze und Fahren auf halbe Sicht behandelt. Das heißt, nehmen wir an, Beispiel, du fährst auf einer Freilandstraße in Österreich, es ist 100 km/h erlaubt, aber es herrscht starker Schneefall.
dann darf ich natürlich nicht 100 km/h fahren, sondern muss das Tempo meiner Situation anpassen und das wäre unter dem Punkt am Prüfprotokoll zu schnell für die Situation. Das hat nichts mit der erlaubten Höchstgeschwindigkeit zu tun. Und wir haben dieses Video genannt No Need for Speed. Man muss nicht das Tempo ausreizen, aber, und das ist ganz wichtig, man darf auch nicht zu langsam fahren. Wenn es nämlich die Straßensicht und Verkehrsverhältnisse zulassen, dann sollte man oder muss man 80% der erlaubten Höchstgeschwindigkeit fahren. Das heißt, auf Autobahnen laut Prüferhandbuch mindestens 100 km/h, auf Freilandstraßen mindestens 80 und im Ortsgebiet mindestens 40 km/h. Man darf nämlich nicht behindernd unterwegs sein. Wenn man dieses Tempo nicht erreicht über längere Strecken, dann kann der Prüfer die Prüfung sogar als nicht bestanden werden. Also wegen paar km/h zu schnell bekommt man einen Fehler, logischerweise. Zu langsam könnte die Prüfung sogar als nicht bestanden gewertet werden. Das andere, was du bei den Geschwindigkeitsbeschränkungen aufpassen musst, Geschwindigkeitsbeschränkungen, also diese Tafeln, sind Vorschriftszeichen. Vorschriftszeichen gelten ab dem Zeitpunkt, wo sie aufgestellt sind. Du kennst das vielleicht von deinen Eltern, dass man fährt 100 auf einer Freilandstraße, sieht vorne eine 70 km/h Beschränkung und dann wird einfach nur der Fuß vom Gas genommen und man rollt so in diese 70 km/h Beschränkung rein. Bei der Tafel hat man vielleicht noch 80 km/h drauf. Wenn jetzt keine Polizei in der Nähe ist, muss man vielleicht auch nicht Strafe zahlen. Das wäre ganz normal. Bei der Führerscheinprüfung geht das gar nicht. Hier werten die Prüfer den Ort, wo die Tafel aufgestellt ist und dort muss man die Geschwindigkeit bereits erreicht haben. Wenn du von 100 auf 70 runterbremsen musst, dann musst du das bis zur 70 km/h Tafel gemacht haben. Das gleiche gilt natürlich auch für eine Ortstafel. Wenn du in ein Ortsgebiet einfährst und dort wäre 50, dann muss man bei der Ortstafel dieses Tempo haben. Auch in die andere Richtung muss man aufpassen. Wenn nämlich die Geschwindigkeitsbeschränkung aufgehoben ist, und das kennst du vielleicht auch von deinen Freunden oder Eltern, dann wird oft schon zu früh Gas gegeben. Auch das wäre bei der Prüfung ein absolutes No-Go und könnte wieder als Fehler gewertet werden. Ja, lieber Alex, ich hoffe, wir haben dir diese Frage gut beantwortet und der Prüfer hat leider recht gehabt, dass er jedes Mal, wenn du ein paar km/h, 2-3 km/h zu schnell wärst, immer einen leichten Fehler eingetragen hat. Besser ist es, 2-3 km/h langsamer zu fahren. Natürlich nicht zu langsam, da muss man aufpassen, aber wenn man 1-2 km/h zu langsam fährt, dann ist man auf der sicheren Seite und hat kein Problem bei der praktischen Führerscheinprüfung. Wenn auch du Fragen hast, schick sie uns an fragen@driveacademy.at oder fragen@alpenland.co.at oder schick uns eine WhatsApp an 0677 640 29700. Gerne auch als Sprach- oder Videonachricht, die können wir dann hier abspielen, wenn du das möchtest. Lass uns ein Like da, abonniere vielleicht unseren Kanal, das würde uns sehr freuen und auch weiterhelfen. Und wir freuen uns schon auf nächste Woche, wenn es wieder heißt auf die Überholspur. Bis dahin, schön rechts fahren.